Und da sind wir auch schon wieder mal mit einem Video dabei. Heute möchte ich euch meine Make-up-Kollektion zeigen und gleichzeitig aussortieren. Und ja, ich zeige euch das wirklich sehr ausführlich, deswegen kann es ein Stückchen dauern. Es werden vermutlich auch mehrere Videos werden. Und ja, ich hoffe, nach so langer Zeit, wo ich nichts getan habe, kann ich das noch einigermaßen mal sehen. Wir beginnen auf jeden Fall dort rechts mit diesem kleinen Schächtelchen, wo diese pinken und grünen Schwämmchen gucken. Und mit denen fangen wir auch an. Das sind halt so diese typischen Ebelin-Eier, also quasi nicht die Originalen, sondern die von einer anderen Marke. Und die benutze ich gerne für unter den Augen zum Concealen. Dann habe ich da drinnen diesen Mini-Lippenstift, der Forever Pink heißt. Der ist wirklich niedlich. Ich glaube, der war mal in der Glossy Box. Und der ist quasi farblos und gibt dann den Lippen so eine schöne pinke Farbe, aber erst mit der Zeit. Also der reagiert quasi auf irgendwas wie diese grünen Lippenstifte. Ihr wisst schon. Auf jeden Fall hätte ich den unglaublich gerne in groß. Habe ich aber noch nicht gefunden. So sieht das Ganze aus. Wie gesagt, auf den Lippen im ersten Moment ganz unscheinbar und dann richtig schön pink. Dann haben wir da drin einen Lippenstift von Kiko, den benutze ich ziemlich oft. Das ist so ein typisches Nude in der Farbe 802. Den habe ich mal von der lieben Beauty Camp Cam bekommen. Und der steht da drin, weil der für die normalen Lippenstiftfächer einfach sehr hoch ist. Also liegt da drin. Und dann habe ich da drin diesen hier von BU. Den benutze ich sehr selten, weil das auch so ein Nude ist, der aber irgendwie nicht so richtig zu meiner Haut passt. Die Nummer 29, Star Lipstick, gibt es bestimmt gar nicht mehr, keine Ahnung. An sich sehr schön cremig, aber wie gesagt, passt nicht so zu 100% zu mir und meinem Hauttypen. Trotzdem trage ich ihn ab und zu. Dann habe ich hier von Stargazer diesen schwarzen Lippenstift. Damit mache ich vor allem so verrückte Make-ups. Den trage ich sonst so nie. Das ist die 110. Und der ist auch schon ordentlich abgekrabbelt. Aber ja, halt immer wieder gut, wenn man irgendwie sowas für Halloween oder sowas machen muss. Möchte, natürlich. Da sind wir auch schon fertig mit der Schublade und kommen dort zu diesem Fach, wo ganz viele Sachen drin stehen. Unter anderem dieses Augenbrauenpuder von Kryolan. Das war auch mal in einer Glossy Box. Das werde ich definitiv nicht mehr benutzen, weil ich habe jetzt ein neues Augenbrauenpuder und das ist viel besser. In der Farbe Medium war das und es ist mir zu warm. Deswegen kommt das weg. Dann haben wir hier noch relativ neu von der Firma oder ja, von Little Rabbit. Das ist eine vegane Make-up-Marke, noch relativ neu. Ein Blush, so ein Puder heißt Discordia und ist wirklich eine richtig, richtig schöne rosane Farbe mit ganz viel Glitzer, erstaunlicherweise. Das hätte ich so gar nicht erwartet. Finde ich, sieht man jetzt hier auf den ersten Blick auch nicht. Aber der macht wirklich eine sehr schöne Farbe. Man muss ein bisschen üben am Anfang, wie viel man davon braucht, damit es schön aussieht. Aber ja, mag ich sehr gern. Dann habe ich diesen Creme Blush. Den habe ich auch damals von der lieben Beauty Cam Cam geschenkt bekommen. Der ist schon richtig alt, aber noch richtig gut. Der heißt Boho Chic und ist die Nummer 11. Und wie ihr seht, habe ich den schon richtig gut benutzt. Mittlerweile sehe ich auch schon das Pfännchen. Damals habe ich den nämlich mir rausgelegt und dann extra noch mal ein bisschen öfter benutzt. Und jetzt sehe ich das Pfännchen und bin richtig stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Dann haben wir hier einen Blush von Luma. Luma hatte ich mal so einen Trip. Da wollte ich ganz viel von Luma haben und habe mir eben auch von allem was bestellt. Das ist ein ganz dunkler, so lila-rotstichiger Blush, heißt Shy Heartly und ist wirklich sehr, sehr farbintensiv, muss man ganz dolle mit aufpassen. Trage ich vor allem in der Winterzeit und Herbstzeit, aber sehr selten, wie man sieht, denn man sieht kaum, dass er benutzt ist und er ist auch schon ein bisschen älter. Und dann haben wir hier diesen Blush von Catrice. Ich glaube, die gibt es so gar nicht mehr. Das ist so ein Duo mit links einem relativ großen Teil orange und rechts einem kleineren Teil in pink. Und das pinke hat noch so Glitzer mit drin, das orange ist matt. Und das Ganze nennt sich, ja, ist die 050 Apricot Smoothie.
Und wie gesagt, ich glaube, die gibt es so gar nicht mehr. Habe ich früher sehr gern getragen. Mittlerweile ist mir die Farbabgabe einfach zu wenig. Deswegen kommt der definitiv weg. Ist aber noch gut. Das heißt, falls jemand von euch Interesse haben sollte, gerne her damit. Und also beziehungsweise sagt mir euer Interesse und ich kann ihn euch dann zukommen lassen, wenn ihr möchtet. Dann haben wir hier diesen Blush von Sleek. Auch von Sleek hatte ich mal ziemlich viele Produkte und war mal in so einem kleinen Sleek-Hype gefangen. Das ist Rose Gold in der Farbe 926. Ein sehr, 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 sehr hübscher Blush, ohne Frage. Aber für mich funktioniert er einfach nicht so, wie ich es gerne hätte. Hier in dem Fändchen sieht er unglaublich schön aus. Dieser Goldton gefällt mir richtig, richtig gut. Aber wie gesagt, kommt bei mir einfach nicht so richtig raus. Deswegen kommt der weg. Dann haben wir hier meine Lippenstifte. Und schon sind wir nämlich links in den ganzen Fächern. Und das ist ein sehr alter Lippenstift, der riecht aber noch gut. Das ist Stay Coral With Me. Oder nee, Stay With Me Coral. Oder irgendwie so. Die 430 von Maybelline, das ist so ein 24-Stunden-Lippenstift, Super Stay. Der ist richtig matt, riecht nach Bubblegum, so roch er tatsächlich schon immer. Sieht eigentlich richtig, richtig schön aus, aber für mich ist er einfach nichts. Da ist er einfach zu kräftig. Vielleicht bin ich dafür auch zu blass, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine Farbe, die sehr, 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 sehr schön heraussticht. Für mich nicht, deswegen kommt er erstmal weg. Vielleicht findet sich ja eine liebevolle Hand, die ihn mag und noch weiterhin tragen möchte. Dann habe ich hier, wie vorhin schon mal gesagt, einen Lippenstift von Luma, denn ich war ja mal auf so einem kleinen Luma-Trip. Das ist passend zum Rouge ein dunkler lilaner Lippenstift, der gar nicht ganz so dunkel ist. Der heißt Mysterious und ist auch schon etwas älter, aber noch nicht umgekippt. Den behalte ich definitiv, weil ja, er, wie gesagt, zu dem Rouge perfekt passt. Ich trage ihn wirklich selten, mal im Herbst, mal im Winter. Höchstens. Oder halt mal zu einem außergewöhnlichen Make-up, wo er einfach passt. An sich gefällt er mir ganz gut. Dann habe ich hier von Beauty UK, den habe ich mal von der Demi Beauty Cam Cam bekommen, als sie ihr Make-up aussortiert hat, so ein richtig kräftiges Rot, also so ein True Red, wenn man das so sagen möchte. Hat keine Nummer oder so und auch keinen Namen, aber ich habe halt einfach sonst kein Rot und manchmal gibt es ja so Situationen, da braucht man ein Rot. Und dafür habe ich es. Dann haben wir hier einen anderen Lippenstift von Catrice. Den trage ich auch relativ selten. Generell trage ich meine Lippenstifte eher selten, weil ich nicht oft irgendwas auf meinen Lippen trage, aber den eben noch seltener. Der ist aber an sich ganz schön, hat so eine dunklere Farbe und ist von den Ultimate Colors in der 030 und Ginger and Gott, jetzt kann ich selber nicht mehr in der Kamera lesen. Naja, egal. Ist eben so eine dunkle Farbe. Sieht eigentlich ganz hübsch aus auf den Lippen. Er hat sich oben ein bisschen dunkler verfärbt. Das werde ich aber einfach ein bisschen wegwischen. Und ich denke, dann wird er noch ganz gut gehen, denn er riecht nicht schlecht. Dann habe ich ein paar Lippenstifte von NYX oder NYX oder wie auch immer ihr das gerne sagen möchtet. Davon habe ich vor allem knallige Farben. Zumindest dachte ich das immer. Aber ganz so knallig sind die meisten gar nicht. Dieser hier heißt Sky Pink, warum auch immer der Himmel pink ist, aber bitteschön, beim Sonnenuntergang ist er das wahrscheinlich. Aber ja, der ist auf jeden Fall sehr schön rosa, nicht so richtig pink, eher eine ja, zurückhaltende Farbe, hat so einen Cream Sheen, würde ich fast schon sagen, wie man das bei den MAC-Lippenstiften sagt. Hatte ich noch nicht so oft getragen, aber der ist ganz hübsch. Und ja, werde ich auf jeden Fall behalten. Dann haben wir als nächstes diesen NYX, NYX, wie auch immer, Lipstick. Ja, kann ich auch wieder nicht lesen. Smoking, ein Kaddisch, Smacking. Ich weiß auch nicht so richtig. Ist ja auch egal, ist auf jeden Fall so ein Kupfer. Bronzeton mit so einem richtig schönen Schimmer drinne, heißt Watermelon, ist die Nummer 616. Wie gesagt, ich finde es nicht so richtig Wassermelonenfarben, sondern wirklich eher so Kupfernfarben.
Und eben mit seinem rötlichen Unterton, aber jetzt nicht so wie eine Wassermelone. Eine Wassermelone ist für mich irgendwie eher pink. Fast schon rötlich. Und nicht so orange wie der hier. Also orange ist er auch nicht, aber ihr wisst schon. Dann habe ich noch den hier von Catrice. Den habe ich immer recht gerne getragen. Das ist schon fast ein braun-lila Ton. Kann ich gar nicht so richtig sagen. Ist auf jeden Fall auch schon etwas älter. War, glaube ich, einer meiner ersten Lippenstifte. Ist auch so ein Ultimate Shine in der 030. Und ja, wie gesagt, definitiv einer meiner ersten Lippenstifte. Und wie wir hier sehen, ist er leider doch schon ganz schön verfärbt. Der riecht auch nicht mehr gut. Ich denke, der ist umgekippt. Den werde ich also definitiv entsorgen müssen. Schade, aber manchmal ist es eben so. Als nächstes kommen wir dann zu noch einem NYX, NYX, wie auch immer, Lippenstift. Das ist eine sehr kräftige Farbe, nämlich so ein richtig knalliges, mattes Pink. Aber ob der so richtig matt ist, weiß ich jetzt gar nicht. Lip-Smacking Fun Color. Aha. So hieß der vorhin wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, ob das immer so eine Nummer ist oder ob das nur so eine Artikelnummer ist. Die 583, 93A auf dem Boden. Auf jeden Fall hat er ja oben immer auch noch so eine Farbe und die heißt Peach Baron. Aber so richtig Peach ist er eigentlich nicht. Weil so Peach ist ja irgendwie so eine Mischung aus Pink und Orange. Und der ist eigentlich wirklich eher Pink. Und wenig Rotton da drin, sondern wirklich mehr blaustichig. Ist aber an sich sehr schön. Auch so ein bisschen eine gewagtere Farbe für schöne Sommerabende. Trage ich selten, aber wenn, dann gerne. Dann habe ich hier meinen ultimativen Lieblingslippenstift von MAC. Den hat mir auch mal die liebe Beauty Cam Cam geschenkt. Der heißt Pure Sun. Habe ich schon eine ganze Weile, aber der ist auch nicht mehr wirklich viel drin. Ist so ein Cream Sheen und der ist einfach so ein richtig schönes Nude. Hier seht ihr auch nochmal, wie abgekrabbelt der schon ist. Ja, es ist also so ein richtig schönes Nude mit so einem ganz leichten Schimmer drin. Gefällt mir wirklich sehr gut und passt auch einfach gut zu mir. Ja, und wie ihr seht, ist da nicht mehr viel oben und anderes. Das ist die 115 und den Namen kann ich nicht aussprechen. Harris oder sowas? Harris? Harris? Auf jeden Fall nichts mit Haaren. Ja, wie ihr seht, ist der ganz cremig. Der würde auch ganz schnell schmelzen, wenn man den falsch lagert. Und ja, wird oben immer ganz schnell eingedätscht, wenn man da mal irgendwie blöd rankommt. Dann habe ich diesen, ich würde sagen, das ist so ein Lip Lacquer. Das ist die 07 Nudist mit einem matten Finish von Bourjois. Das ist diese Rouge Edition. Ich gehe nicht davon aus, dass man das auf die Wangen als Rouge tragen kann, weil dafür ist es irgendwie viel zu kräftig. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert, muss ich sagen. Auf den Lippen ist es halt so ein dunkles Bordeaux-Lila-Pink. Ist hier nochmal die Nummer 07 in Velvet. Und hat so einen ganz normalen Lipgloss-Applikator, aber ist eben ein Lip-Lacquer definitiv, weil es lässt auch so einen leichten Farbton zurück, wenn man den runternimmt. Da muss man schon ein bisschen intensiver rangehen und die Kamera stellt nicht scharf. Was soll's? Und dann habe ich diesen Manhattan Soft Matte, auch so eine Art Lipgloss, das heißt aber Lip Cream, also es soll auch so matt sein und es stellt nicht scharf. Naja. Ja, was so ist, dann stellt es halt nicht scharf. Probieren wir noch ein bisschen rum. Das ist auf jeden Fall auch schon ein etwas älterer Lippenstift. Der in der 2, glaube ich. Moment, stell scharf. Ja, genau, in der Nummer 2. Und der ist ja eigentlich auch ganz nett, aber was der halt macht, der trocknet meine Lippen irgendwie so aus. Deswegen kann ich den nicht wirklich viel tragen. Sieht aber wirklich schön aus. Ist irgendwie so ein Nude, was in ein Orange übergeht und nicht so richtig Nude ist, sondern schon so hin zu einer kräftigen Farbe. Ich kann Farben unglaublich schlecht beschreiben, oder? Merkt ihr das? Was soll's? Wir haben es gleich geschafft. Dann habe ich noch diesen hier, so ein 8 Stunden Lipstain-Dings von Catrice. Und der hält definitiv keine 8 Stunden. Auch der andere mit den 14 Stunden hält definitiv keine 14 Stunden. Außer man isst und trinkt halt 14 bzw. 8 Stunden nichts. Das ist so ein Erdbeerton hier, also soll es zumindest sein. Der ist an sich wirklich hübsch, aber echt so ein bisschen Bäm-Lippenstift. Also definitiv eher was für den Sommer.
Dadurch, dass ich weiß, dass er einfach keine 8 Stunden hält, stört mich das nicht. Aber weil es halt einfach auch eine schöne Farbe ist. Der Applikator ist auch ganz schön. Jetzt fokussiert er auch hier. Und ja. Dann habe ich von NYX diesen Lipgloss. Der ist auch schon etwas älter, riecht aber noch gar nicht so schlecht. Und der glitzert halt. Der hinterlässt jetzt nicht wirklich viel Farbe. Kann man aber eben gut auf so pinke Lippenstifte machen, wenn man noch ein bisschen glossy Glitzer will. Heißt Peach. Ist wiederum nicht wirklich Peach, aber was soll's. Aber da war das auch schon, das Ganze mit meinen Lippenstiften, zumindest die Fächer da vorne. Ich glaube, den Rest zeige ich euch erstmal in einem neuen Video. Mal gucken, ob es dann noch 2 oder 3 werden. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin ganz gut gefallen. Lasst mir doch einfach mal auch ein Feedback da. Auch bei dem Ton bin ich in der Arbeit, dass das besser wird. Da hatte mir mal jemand den Hinweis gegeben. Und mal sehen, wie die nächsten so werden. Mal gucken, wie gut ich jetzt durchhalte. Auf jeden Fall erst einmal. Tschüss.